Damals war der IFA Wartburg ein Auto, darüber sind wir uns einig. Heute ist IFA Wartburg eine Musikgruppe und noch dazu eine schwedische. Sie haben ganz richtig gehört, es gibt eine schwedische Band namens IFA Wartburg. Und ihre erste CD, die heißt Im Dienste des Sozialismus. Die DDR, eine Marktlücke im Musikgeschäft. Aber wer oder was steckt hinter IFA Wartburg? Aufklärung folgt. Vom 311er Wartburg sagt man heute, er sei ein wirklich gutes Auto gewesen, sogar im Vergleich zum Westen. Der 353er nicht mehr unbedingt. Drei Zylinder in einer über 20 Jahre gleich gebliebenen Karosse. Das war am Ende der IFA Wartburg. Was hieß eigentlich IFA? I think it is Industrieverwaltung, Fahrzeugbau, volkseigene Betrieb, Wartburg. Ich glaube, es ist volkseigene Betrieb. Industrieverwaltung, Fahrzeugbau, Wartburg. Nils und Magnus wohnen in der europäischen Kulturstadt Stockholm. In ihrer Freizeit verwandeln sich die beiden in deutsche Musiker. Guten Tag, ich heiße Rolf Kempinski, ich spiele mit IFA Wartburg. Guten Tag, mein Name ist Heinz Klinger, ich bin ein Mitglied des IFA Wartburg. Musikalisch kämpfen Rolf und Heinz für den Sozialismus, den sie eigentlich gar nicht kennen. Nichts ist unmöglich. Ungewollt nehmen sie damit als Sättigungsbeilage an der Ostalgieparty DDR teil. Wir sind alle hier so deutsch, wir sind alle hier so jung, wir stehen alle hier dabei. Dafür, dass sie nie in der DDR waren, haben sie den Tonfall der offiziellen Kultur ziemlich gut getroffen. Ihr Wissen haben sie aus Schulbuchtexten und Fernsehnachrichten, wie die Namen Rolf Kempinski und Heinz Klinger. Ich hoffe, die Leute merken, dass das alles Ironie ist und dass sie darüber lachen können. Sollten sie das nicht können, entschuldigen wir uns. We're sorry. Tut uns echt leid. My apologies. Wir essen Kosmos-Kost, Kosmos-Kost. Wir lesen Kosmos-Post, Kosmos-Post. Wir trinken Kosmos-Most, Kosmos-Post. Und wir sind bis oben hin so voll. Entschuldigung angenommen, denn IFA Wartburg kann man auch als Zeichen verstehen. Der stilsichere Propaganda-Pop der beiden Schweden beweist, dass es vorbei ist. Die wohldurchdachten Texte der Band entstehen übrigens mit dem Reimlexikon. 1, 2, 3 und Konditorei? No. Die beste Konditorei? No. Neckerei? No. Molkerei? Quälerei? 1, 2, 3, Polizei. That's used. Oh, okay, it's used, okay. Die 1, 2, 3, die beste Partei? That's good. Okay. Frau Gorbatschowa tanzt Bossa Nova. Rolf und Heinz setzen eine verloren geglaubte Tradition fort. Ihre Mischung aus Hasso Veit und Oktoberclub schreibt die Geschichte der DDR-Musik zu Ende. Alter Schwede, das hätte sicher auch Erich Honecker gefallen. Konsumprodukte aus Skandinavien für den Sozialismus. Hello, we're coming to see you next year. Herzliche Grüße von Stockholm und Heinz Klinger und Rolf Kempinski. Rolf und Heinz, hier sind sie. Sie bereiten sich gerade auf ihren ersten Auftritt in Deutschland vor und sie werden am kommenden Donnerstag in der Easy-Schorre in Halle spielen, auf einer MDR-Sputnik-Party. Und nächstes Jahr dann gibt es eine große Tournee.